endlich einmal einen Strand ohne Krokodil, wo man kann schnorcheln und schwimmen. Und wir sehen Korallen und bunte Fische. Ich habe keine Unterwasserkamera dabei und so kann ich leider die bunten Fische nicht zeigen. Kilometer lang laufen wir an der Bucht entlang und können riesige Vogelschwärme und Riffhaie beobachten. In Monkey Maya warten wir auf Delfine, die pünktlich zur Fütterung erscheinen. Ein paar dürfen den Delfin sogar einen Fisch geben. Die 120 km lange Shell Beach besteht nur aus kleinen weißen Muscheln. Und glänzt darum wunderbar. Am Eingang vom Kalbari Nationalpark erwartet uns eine Blütenpracht. Und Marianne muss natürlich jedes Blümchen fotografieren. Nachher wagen wir den ersten Blick in die Murchison Schlucht runter. Wo wir dann am anderen Tag eine Paddeltour machen. Es hat keine Strömung, wir paddeln wie wild, werden dann aber mit einem ganz feinen Frühstück belohnt. Im Ort Kalbari werden jeden Morgen um 9 Uhr Pelikan gefüttert, bedrängt von diesen vielen Möwen, die denen hin und wieder so gerne einen Fisch wegschnappen. Wir machen eine etwa zweistündige Wanderung an der Küste entlang und wir sehen hier ganz tolle Felsformationen und speziell geformte Steine. Auf der Weiterfahrt nach Geraldston kommen wir an einem prächtigen rosaroten See vorbei. Der wird von Algen so gefärbt.